So, Freunde aus aller Welt, heute mal ein paar Champignon-Auflauf. Brauchen ein paar Champignon. Bauchspeck, geräuchert. Den mahle ich gleich. Machen wir so eine Art Hackfleisch draus. Eine Zwiebel und Käse. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Und los geht's. Gibt was ganz Leckeres wieder, Freunde aus aller Welt. So, den geräucherten Bauchspeck habe ich jetzt in Würfel geschnitten und lasse ihn durch die Maschine. So sieht das Ergebnis aus. Lecker. Und weiter geht's. So, Freunde, jetzt tun wir ein bisschen Butter in die Pfanne geben. Ach, nicht so sparsam. Und gleich geht's los. So, wenn die Butter heiß genug ist, dann geben wir unsere Zwiebel da rein. Und dünsten das schön alles einmal. So, ein Teil der Pilze habe ich klein geschnitten. Die kommen jetzt auch hier mit rein. Und lassen sie hier auch ein bisschen. So, jetzt salzen wir das. Und Pfeffer natürlich auch. So, das ist fast fertig. So, für besseren Geschmack kommt jetzt ein wenig Schmand rein. Man kann auch Sahne nehmen. Ich nehme jetzt heute mal Schmand. So, für den besseren Geschmack kommt da ein bisschen Tomatenmark rein. Es gibt eine schöne Farbe und noch einen guten Geschmack noch dazu. So, dann kommt noch ein bisschen Paprikapulver rein. Und abgelöscht wird es mit dem Rotwein. So, wunderbar. So, jetzt schütten wir das Sesle hier ins Förmchen rein. So. Schön, die habe ich schön eingefettet. Oder eingebuttert sozusagen. So. Schau mal her. So sieht das aus jetzt. So. Und habe ich die Pilze schön vorbereitet. Mit dem Fleisch und die drücken wir jetzt schön da hier rein in diese köstliche Soße. So schön alles da reindrücken und dann kommt es in den Backofen rein. Das wird was Gutes, glaube ich. Hoffe ich. Geh mal davon aus. Kann nur gut werden. So sieht es jetzt aus hier. Auf die eine Hälfte gebe ich einen Käse drauf. Auf die andere Hälfte nicht. Manche mögen Käse, manche nicht. So machen wir halt für jeden was. Und dann geben wir es bei 150, 160 in den Backofen. Bis die Pilze ein bisschen weich sind. Und dann können wir es essen, gell? So, ab in den Backofen und abwarten. So, ich glaube, es ist fertig. Schauen wir mal rein. Oh ja, sieht schon mal gut aus, ne, Freunde? Holen wir es mal raus. So, Freunde, sieht schon mal gut aus. Muss es nur noch gut schmecken, ne? Richten wir mal an. So, jetzt schauen wir mal, was kam da raus, wie schmeckt das Süßchen. Ich habe noch ein bisschen Petersilie drüber, ne? So, ja.
sieht es mit dem Fleisch aus? Bin gespannt, wie das schmeckt. Ah, ich finde das gut. Vorzüglich, nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren, euer Matze.